Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Ein Männlein steht im Walde ganz still und dass der Schwammerl jetzt das so geworden ist, wie er ist, das habe ich auch nicht gewusst. Für mich war das eine Möglichkeit, meinen Traum zu verwirklichen, und das habe ich gemacht. Aber da ist jetzt da jeder vom Schwammerl redet und da kann man Kaffee trinken und da treffen sich die Leute, und das habe ich nicht gewusst. Gerhard Probst führt ein kleines Café in Regensburg und spricht mit Reportern des Sonntagsmagazins aus Schwaben und Altbayern. Dass sein Café so beliebt ist, überrascht ihn selbst. Es ist ein Regensburger Wahrzeichen und steht sogar unter Denkmalschutz. Und das Geheimnis seiner Anziehungskraft? Ein rundes rotes Dach mit weißen Punkten drauf. Das kleine Häuschen in der Nähe des Hauptbahnhofs sieht aus wie ein Fliegenpilz. Und das zieht die Menschen an. Da haben wir schon so viele nette Bekanntschaften jetzt, die man eigentlich so nie kennengelernt hätte. Weil es eben nette Menschen sind. Und da ist es eigentlich immer schön, jeden Früh, wir sind alle per Du. Und das ist eine Begrüßung, das ist irgendwie richtig schön. Vielleicht ist es ja der Märchenzauber, der das bewirkt. Denn bewohnte Fliegenpilze findet man häufig auch in Märchen und Sagen. Sie sind das Einfallstor in eine Welt der Märchen und Geheimnisse. In eine verborgene Welt, die die Wirklichkeit übersteigt. Zwerge, Elfen und Kobolde wohnen im Fliegenpilz. Und in schottischen Märchen sind es oft Feen. In einem Tal in den Hügeln um Comrie standen 8 Bäume im Kreis. In ihrer Mitte lag die Stadt der Feen. Lauter kleine und große Fliegenpilze. Das Volk, das in diesem Städtchen lebte, spielte den ganzen Tag über. Wenn die Nacht hereinbrach, flog es weg. Einige der Feen flogen in die Stadt zu den Menschen. Sie stellten sich ans Fenster und betrachteten die schlafenden Kinder. Der Fliegenpilz ist ein ganz besonders schöner Pilz. Zunächst treibt er eine weiße Knolle hervor, aus der sich dann der leuchtend rote Hut schiebt, anfangs noch von weißer Knollenhaut bedeckt. Später reißt diese auf, nur ihre Reste bleiben am Hut hängen und bilden die weißen Tupfen. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Das auffallende Erscheinungsbild des Fliegenpilzes regt die Fantasie an und hat viel dazu beigetragen, dass er zum Glückssymbol wurde. Auch Designer und Produktentwickler greifen immer wieder gern auf das Motiv zurück. Der Fliegenpilz findet sich auf Glückwunschkarten und Geschenkpapier. Er begegnet uns in Form von Regenschirmen, Nachttischlampen, Salzstreuern und in Begleitung von Gartenzwergen. Das ist die eine Seite des Symbols. Die andere ist dunkler. Denn der Fliegenpilz ist ja auch giftig. Er wird auch gehasst. Der Fliegenpilz schreit in Farben. Er rast im tobenden Rot. Er ist schon Gift für das Auge, ohne dass wir ihn erst genießen. Es will mir nicht in den Kopf, dass jemand nicht dieses Fanal, diese wuchtige, ganz eindeutige Aussage des Fliegenpilzes mit einem Blick erfasst. Hier hat sich eine ganze Kette von Giftprinzipien niedergelassen. Hier haben sich für uns fremde Gesetze in eine Form eingegraben, die so gefährlich und aufrührerisch ist, dass schon der Blick auf ihn uns schwindeln und zittern macht. Für Gustav Schenk, einen Autor aus der Zeit des Nationalsozialismus, ist der Fliegenpilz ein Hassobjekt, ein Volksschädling. Da wagt es einer in knalligem Rot, die gedeckten Farben des deutschen Waldes einfach zu durchbrechen. Rot ist die extremste Farbe mit der stärksten Polarität. Sie zieht an und stößt ab. Steht für Liebe und Sinnlichkeit, aber auch für Aggression und Krieg. Doch nicht nur die Farbe macht den Fliegenpilz so mysteriös, auch die Giftstoffe, die er enthält. Giftstoffe, die berauschend wirken und die Karriere des Fliegenpilzes als kulturelles Symbol begründet haben mögen. Denn Pilze zählen zu den ältesten Rauschmitteln der Menschheit, sagt Reinhard Agerer, Professor für Mykologie von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Pilze haben generell einen mythologischen Wert. Das geht ja schon zurück auf die Azteken, die eben diese Pilze als heilige Organismen angesehen haben.
Und zum Teil aus dem Grund, weil eben diese Pilze, die bei den Azteken verwendet worden sind, halluzinogen waren. Und damit kann man die halt in irgendwelche Rauschzustände beziehungsweise in Deliriumzustände, wo sie halt irgendetwas erlebt haben, das man versuchte zu interpretieren im Sinne eines Einflusses der Götter, wie man sich damals das vorstellte. Und von dem ausgehend interessiert man sich natürlich für die Pilze, über ihre Wirkung. Und da ist auch der Fliegenpilz in gewisser Weise einzureihen. Narrenschwamm und Krötenstuhl, Esesohr und Satanspilz. In den vielen Namen des Fliegenpilzes ist die Erinnerung an seine Wirkung noch erhalten. Auch Fliegen sind Symbole des Wahnsinns. Sie umschwirren den Teufel. Dem Fliegenpilz haftet etwas Dämonisches an. In höheren Dosen kann er tödlich sein und bereits der mäßige Verzehr ist zumeist von Übelkeit mit unkontrollierbaren Brechattacken begleitet. Auch Symptome wie Schwindel, Unruhe, Angst, Depressionen und Muskelkrämpfe werden beschrieben, in schweren Fällen Koma, Atemlähmung und Kreislaufversagen. Es ist auf alle Fälle davon abzuraten, Fliegenpilz im Selbstversuch mal auszuprobieren, weil man eben nie weiß, wie man persönlich reagiert. Wie giftig der einzelne Fliegenpilz ist, sieht man ihm von außen nicht an. Das kann sehr unterschiedlich sein. Davon geht man generell aus, dass die Giftigkeit des Fliegenpilzes variiert, weil der Fliegenpilz zwar als solcher immer erkennbar ist, relativ leicht, aber sich doch möglicherweise viele kleinere Arten dahinter verbergen. Vielleicht kann es auch sein, dass irgendwelche Umwelteinflüsse eine Rolle spielen, wie viel von diesen Muskarinen gebildet werden. Oder auch Ibotensäure, die da eine Rolle spielt. Geheimnisvoll und mysteriös ist auch das verborgene, unterirdische Leben des Fliegenpilzes. Denn was man so landläufig unter Pilz versteht, ist nur der Fruchtkörper, bestehend aus Hut und Stiel, der der Fortpflanzung dient, Sporen bildet und die Verbreitung der Pilze sichert. Der größte Teil, das Myzel, wächst in oft riesiger Ausdehnung unterhalb der Erde. Es besteht aus einem feinen Geflecht fadenförmiger Zellen, den sogenannten Hyphen. Der Fliegenpilz lebt, wie andere Pilze auch, in enger Symbiose mit Laub- oder Nadelbäumen. Diese Pilze gehen eine Symbiose ein, die man Mykorrhiza nennt, wird ein neues Organ gebildet aus Pilzhyphen und aus der Wurzel. Und die Pilzhyphen ummanteln praktisch die Wurzel komplett, sodass der Baum eigentlich keinen direkten Zugang mehr hat zum Boden. Das heißt, alles, was der Baum braucht, geht über den Pilz in die Wurzel hinein. Das ist also der große Vorteil, dass der Pilz mehr herantransportieren kann, weiter reicht mit seinem Einfluss als die Pflanzenwurzel. Und der Pilz bringt verschiedene Nährstoffe, speziell nun Stickstoffverbindungen am meisten, aber auch Phosphate und verschiedene andere Nährelemente. Der Pilz muss auch was davon haben natürlich. Und so bekommt der Pilz vom Baum Kohlenhydrate, beziehungsweise der Baum wird es ja nicht freiwillig abgeben, sondern der Pilz holt sich es einfach so als Retourkutsche. Pilze schießen über Nacht aus der Erde. Schnell verändern sie ihre Form. Sie sehen so fleischlich, so leiblich aus. Ihre Vielfalt, ihr sonderbares Erscheinungsbild, ihre ungewöhnliche Lebensweise regen die Fantasie an, rufen Symbolisierungen hervor. Auch der Schriftsteller Günter Grass zeigt sich von Pilzen fasziniert. Pilze bedeuten. Nicht nur die Essbaren stehen auf einem Bein für Gleichnisse stramm. Pilze haben eine starke kulturelle Aura, die überall anders erlebt wird. Es gibt mykophile und mykophobe Kulturen. Kulturen, die Pilze lieben und Kulturen, die Pilzen mit Vorbehalten begegnen und Angst vor ihnen haben. Das hat Robert Gordon Wasson, der Begründer der Ethnomykologie, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts herausgefunden und neuere Forschungen unterstützen seine These, sagt Professor Agerer. Offenbar geht so eine Linie diagonal durch Europa, sodass eben die Südländer mykophil sind. Durch Deutschland ging auch nochmal diese Linie, während die Angelsachsen, die sind also mykophob gewesen. Auch Shakespeare lässt sich ja unheimlich schlecht über Pilze aus in manchen seiner Äußerungen oder Schriften. Und die Mykophobie geht wohl hinauf nach bis nach Skandinavien, werden eben alles südlich und östlich wohl, inklusive der Slawen natürlich, dann eher als mykophil zu betrachten sind. Mykophile Kulturen gehen auch mit Fliegenpilzen unbesorgter um. Sie kennen besondere Zubereitungsweisen, die ihre Gefährlichkeit dämpfen.
In Japan zum Beispiel gelten nicht nur hochgiftige Fische, sondern auch Fliegenpilze als Delikatesse. In Sibirien war besonders der kultische Gebrauch des Fliegenpilzes weit verbreitet. Schamanen versetzen sich mit seiner Hilfe in Trance. Aber auch weltliche Orgien und Feste sind überliefert. Reisende des 18. und 19. Jahrhunderts staunten über seltsame Sitten. Und so soll in Sibirien früher die Fruchtkörper sehr kostbar gewesen sein und nur den Reichen zugänglich. Und dann war es sogar so, dass die ärmeren Leute dann den Urin aufgefangen haben und haben dann Urin getrunken, weil eben dieses berauschende Prinzip im Urin erhalten geblieben ist und nicht im Körper abgebaut wurde. Und damit haben sie dann auf diese Weise auch diese Rauschzustände bekommen, wo eben die höher Situierten den Pilz selber gegessen haben und die anderen mussten halt auf den Urin zurückgreifen. Die Mythen und Sagen der indigenen Völker Sibiriens erzählen von den magischen Kräften des Fliegenpilzes. In den Mythen der Koryaken kommt ein großer Rabe vor, der als Schöpfer der menschlichen Kultur, als Kulturheros gilt. Mit Hilfe des Fliegenpilzes ordnet er die Welt und weist allen Wesen ihren Platz zu. Einst hatte der große Rabe einen Wal gefunden und konnte ihn nicht in seine Heimat das Meer zurückschicken. Er konnte nicht die schwere Tasche aus Gras, welche die Reisevorräte für den Wal enthielt, aufheben. Großer Rabe rief den Gott um Hilfe an. Dieser Gott sagte zu ihm: Gehe zu einem ebenen Platz in der Nähe des Meeres. Dort wirst du weiße, weiche Stiele mit gepunkteten Hüten finden. Diese sind Geister. Esse einige von ihnen und sie werden dir helfen. Großer Rabe ging. Dann spie das oberste Wesen auf die Erde und aus seinem Speichel erschien der Fliegenpilz. Großer Rabe fand den Pilz, aß ihn und begann, sich froh zu fühlen. Er begann zu tanzen, hob die Tasche auf und schickte den Wal nach Hause. Auch die germanische Mythologie kennt Bezüge zum Fliegenpilz. Wotan, der Gott der Magie und Ekstase, lässt sich von einem Pferdegespann durch himmlische Gefilde ziehen. An der Stelle, an der Speichel aus dem Maul der Pferde auf die Erde tropft, schießen nach 9 Monaten Fliegenpilze aus dem Boden. Der Fliegenpilz hat eine enge Beziehung zur Unterwelt, aber auch zu Himmelsmächten und zur Luft. In der Fantasie der Menschen ist er überall da, wo der normale Alltag nicht ist. Zwerge, die Bewohner der Unterwelt, nehmen in ihm Wohnstatt und tragen ihm zu Ehren rote Mützen. Ach, wie mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Mäntelein. Aber auch beflügelte mythologische Wesen stehen zu ihm in Beziehung. Der Tengu, der Fliegenpilzgeist aus der japanischen Mythologie, kann fliegen. Es ist ein vogelartiger Kobold mit einer auffallend langen Nase in einem knallroten menschlichen Gesicht. Er ist trickreich und ein bisschen tückisch und lässt es gerne blitzen und donnern. Tengu-Masken werden in Japan zu Neujahr als Glücksbringer aufgehängt. Fliegen kann auch unser vertrauter Weihnachtsmann, der mit seinem Schlitten zur Weihnachtszeit durch himmlische Gefilde zieht. Er ist rot-weiß gekleidet, in den Farben des Fliegenpilzes. Rentiere ziehen seinen Schlitten. Tiere, von denen bekannt ist, dass sie gern Fliegenpilze fressen und die in der Vorstellungswelt sibirischer Schamanen eine Rolle spielen. Allerdings hat der Weihnachtsmann seinen Rentierschlitten erst spät bekommen. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts taucht er auf Darstellungen in amerikanischen Zeitschriften auf. Vermutlich kannte der Zeichner den Zusammenhang zwischen Rentier, Fliegenpilz und Schamanismus und hat ihn in die alte Tradition hineingeschmuggelt. Der Fliegenpilz hat auch eine Beziehung zum Wasser. Nicht nur Zwerge naschen gern vom Regenwasser, das sich in seinem Hut sammelt. Auch der griechische Sagenheld Perseus soll sich auf diese Weise erfrischt haben, bevor er die Stadt Mykene gründete. Der Name Mykene geht auf das griechische Wort Mykes zurück, das heißt übersetzt Pilz. Und das Soma, das Göttergetränk, das die altindischen Veden besingen: Läutert den Soma, rühret Süßigkeit in die Süßigkeit, naht euch unter Verneigung, mischet ihn mit saurer Milch, bringet den Saft an Indra. Dieser göttliche Saft soll Fliegenpilze enthalten haben, behauptet jedenfalls Robert Gordon Wasson, der Begründer der Ethnomykologie.
Seine Thesen sind umstritten. Nach 5000 Jahren lässt sich so etwas nicht zweifelsfrei nachweisen. Und ob der Wein, den das Rotkäppchen zur kranken Großmutter bringt, mit Fliegenpilzen versetzt ist oder nicht, kann man natürlich auch nicht wissen. Auffällig ist aber, dass das Rotkäppchen einen roten Hut hat, so wie der Fliegenpilz. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der es nur ansah. Am allerliebsten aber seine Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie dem Kind alles geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das so gut stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Die rote Kappe wird auch als Symbol für Menstruation gedeutet. Der Wald und der Wolf stehen für die Risiken und Gefahren im Umgang mit erwachender Sexualität. Ein Mädchen steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Käppchen um. In der Verbindung mit Weiblichkeit und erotischer Initiation kommt der Fliegenpilz auch in der Dichtung vor. In Theodor Storms Novelle »Zur Wald- und Wasserfreude« trifft ein junges Mädchen in Liebesnöten im Wald auf eine alte Frau, die Rat weiß. Es ist ein Pilz. Und es gibt deren blaue, rote und auch grüne. Aber von dem roten muss es sein. Er wächst hier im Holze just um diese Zeit. Tupfe mit dem Finger in den roten Schaum, der auf dem Hute liegt, und netze das mit deinen Lippen. Streichst deinem Liebsten auf ein Brötchen, auf ein Stück Zucker. Es gibt Rat für alles in der Welt. Nur merkst dir, vorsichtig musst du sein. Ein wenig macht lebendig. Zu viel, da könnte der Teufel leicht sein Spiel gewinnen. Wie in Trance macht das Mädchen sich auf die Suche. Und sie wird fündig. Ein wunderschöner Fliegenpilz steht vor ihr im Gehölz. Und schon hatte sie den Arm, den Finger ausgestreckt. Da bewegte sich der Hut des Pilzes, ein Schauer zog durch den Wald und die Bäume rauschten, wie vom Odem eines Unsichtbaren angehaucht. Es war nur der Abendwind, der sich erhoben hatte, aber das Mädchen war aufgesprungen, vom Schrecken der Einsamkeit erfasst, rannte sie ohne Aufhör in den Wald hinein, ohne umzusehen, ohne zu achten, dass die Fetzen ihrer Kleider an den Büschen blieben. Der Fliegenpilz, Symbol für das Unheimliche der Naturerfahrung, Symbol für Erotik. Symbol für das Zwischenstadium zwischen Mädchen und Frau. Ach, wer mag das Mädchen sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Käppchen. Dass Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf ein ganz sorgloses Verhältnis zum Fliegenpilz hat, liegt daran, dass sie von den Wirren der Pubertät und den Krisen der Sozialisation ganz verschont bleibt. Sie ist das ewige Kind, ungebrochen, frei von Ängsten, beschützt durch übernatürliche Körperkräfte. Man sollte wirklich Pilze sammeln, sagte Pippi und brach einen hübschen roten Fliegenpilz ab. Ich möchte wissen, ob man den essen kann. Jedenfalls kann man ihn nicht trinken, so viel weiß ich, und da hat man keine andere Wahl, als ihn zu essen. Vielleicht geht es. Sie biss ein großes Stück von dem Pilz ab und verschluckte es. Es ging, stellte sie begeistert fest. »Ja, aber das nächste Mal sollten wir ihn lieber kochen«, sagte sie und warf den Pilz hoch in die Luft über die Baumwipfel. In der deutschen Übersetzung hat Pippi lange Zeit nur pädagogisch unbedenkliche Steinpilze essen dürfen. Erst im Jahr 1986 gab man ihr auch hierzulande den verrückten Fliegenpilz zurück. Kinder eifern ihr im Fliegenpilzessen trotzdem nicht nach, genauso wenig wie sie versuchen, Pferde zu stemmen. Sie haben einen natürlichen Bezug zum Wunderbaren. Sie verwechseln es nicht mit dem Alltag. Ihre Liebe zum Fliegenpilz sucht sich andere Wege. Fliegenpilze zieren Bilderbücher, Kinderkleider, Spielzeug aller Art. Freundliche Schutzgeister des Kinderglücks. Der Fliegenpilz ist auch ein Symbol des Ursprungs, der Geburt, des Schöpfungsbeginns. Ein Ei? Na sowas. Woher kommt das denn? Es gibt doch hier keine Vögel. In dem Comic »Der geheimnisvolle Stern« des Belgiers Hergé erkunden Tim und Struppi einen Meteoriten, der ins Meer gefallen ist. Zwischen dem Geröll liegen überall rot-weiße Eier herum. Aber sehe ich Gespenster? Das Ei wächst? Das ist kein Ei. Das ist ein Pilz. Riesige Fliegenpilze schießen aus dem himmlischen Gestein und lösen sich unter lautem Getöse in Luft auf. Das Ei,
Der Knall, der Ursprung der Schöpfung, das alles hängt besonders in der japanischen und chinesischen Mythologie eng mit dem Fliegenpilz zusammen, der sich ja, wenn er jung ist, in einer eiförmigen Hülle verbirgt und diese durchbricht, wie der Vogel, der sich ans Licht kämpft. Das Ei gilt in allen Kulturen als Symbol für den Schöpfungsbeginn. Rote Eier standen schon in vorchristlicher Zeit, zum Beispiel in Persien und China, für Frühling und Geburt. An Ostern symbolisieren sie Christi Blut und Auferstehung, und in vielen Ländern ist die Farbe Rot beim Eierfärben immer noch der Favorit. Mag sein, dass auch eine entfernte Erinnerung an den Fliegenpilz da noch eine Rolle spielt. Menschen heute haben es weitgehend verlernt, mit den Organismen der natürlichen Welt Symbolisches zu verbinden. Die Natur ist entzaubert, sie wird verwertet und gebraucht. Ein Verlust, den Günter Grass in seinem Gedicht »Gemüsetest« aufs Korn nimmt, indem er auch die Pilze erwähnt. Von Pilzen sei der Pilzform wegen abgeraten, auch sind bei Pfifferlingen Maden zugelassen, getestet als Hotelkost, dritte Wahl. Zuletzt sei auf Spinat verwiesen, nicht nur bei Kindern hebt er die Moral. Für Verzehr ist der Fliegenpilz in welcher Form auch immer aufgrund seiner Giftigkeit absolut nicht geeignet. Aber als bunter Krimskrams füllt er die Regale und lässt die Kassen klingeln. Lauter kleine, bunte Trösterchen in einer Welt, in der das Glück, der Traum und die Natur einen sehr schweren Stand haben. Menschen mögen Glücksbringer, weil sie wissen, dass man das Glück nicht erzwingen kann. Dass man Glück braucht, um Glück zu erfahren. Glück und Gift, das verbinden Menschen bis heute mit dem Fliegenpilz. Und vielleicht schwingt ja in dieser Spannung auch die uralte menschliche Erfahrung mit, dass Glück zerbrechlich ist und nicht ewig währt.